Moin meine lieben Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich ein Unboxing für euch. Und zwar habe ich hier dieses große Paket von der Marke Stilo Matchmakers bekommen. Und dafür nochmal ein großes Dankeschön an Stilo Matchmakers für dieses Paket. Ich habe selber noch nicht reingeschaut und weiß auch noch nicht zu 100%, was da drin ist. Das wollte ich mit euch einmal machen und dann gucken wir einmal rein. Vorab ist noch zu sagen, dass ich hier für diese Videos jetzt für Stilo Matchmakers kein Geld und so bekomme. Das ist wirklich zu 100% meine Meinung. Ich bekomme sämtlich nur die Produkte. Dann mache ich das Paket mal auf. Dann habe ich jetzt das Paket auch aufgemacht und das erste, was mir jetzt in die Augen springt, sind hier die Trainingsanzüge, die oben drauf liegen. So, dann nehme ich mal den ersten Karton hier einmal raus. Und zwar muss ich auch immer sagen, ich finde bei Stilo Matchmakers, ich finde die Kartons, die wirken immer was, weil die sind jetzt nicht einfach nur so, wie zum Beispiel bei Nike einfach nur orange mit Zeichen drauf oder wie bei Adidas einfach nur schwarz mit einem Adidas-Logo drauf, sondern ich finde diese hier in diesem Retro-Vintage-Style, finde ich die besonders schön. Besonders auch noch die hier, wo wir gleich auch noch zu einmal kommen. So, habe ich hier einmal den allerersten Schuh. Jetzt habe ich hier den schwarzen, was auch schon draufsteht, das ist eine Blackout-Version. Und zwar ist das hier diese Version, die ich auch schon einmal getestet hatte. Ich hatte ja schon mal ein Testvideo hochgeladen, wo ich zwei Schuhe von Stilo Matchmakers ja schon einmal vorgestellt habe. Und das hier ist nochmal einmal dieses Blackout-Modell. Den hier finde ich gerade ehrlich gesagt richtig krass, weil das ist ja wirklich so ein cleanes Design hier, das finde ich echt, das hat irgendwie voll was, diesen Retro-Style. Also den hier bin ich gerade echt positiv überrascht, wie der aussieht. Was ist denn gerade der Kopfstahl? Ja. Jetzt habe ich hier einmal diese Box hier und diese Box, das sind die auch, die ich meinte. Diese Style hier von diesen Boxen, dass man die jetzt hier so rausschiebt, das finde ich echt richtig besonders und auch richtig gut gemacht von Stilo Matchmakers. Also das sieht echt, das wirkt auch so richtig edel, besonders dieses ältere Design, was sie dann haben und dazu dann so eine schöne Verpackung, das wirkt richtig toll. Diesen Schuh, den könnt ihr auch nochmal, wenn ihr den nochmal genauer sehen wollt, bei mir im Playtest einmal abchecken, weil der war wie eben diese andere Blackout-Version, hatte ich schon einmal ein Video von gemacht. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Paket und zwar ist das hier jetzt den Schuh, den ich gerade hatte, so wie es aussieht, in der weiß-goldenen Version. Ich finde besonders edel aussieht, dass dies weiß und gold. Also hat schon was. Ich werde auch unbedingt nochmal jetzt zu den Schuhen, werde ich jetzt auch nochmal in der nächsten Zeit unbedingt noch viele Videos rausbringen. Wie das jetzt aussieht, ob ich jetzt einen Test machen werde oder Challenges, das weiß ich noch nicht ganz. Aber jedenfalls seid gespannt, es wird was kommen. Und ja, dann schreibt doch mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr diese Schuhe vom Design her findet. Weil diese Schuhe sind ja darauf aufgelegt, dass es halt diesen Vintage, diesen Retro-Design hat. Welchen ich bei ein paar Modellen echt feier, bei ein paar Modellen geht er, aber ist ja auch so, Meinungen sind ja auch verschieden. Also manche Schuhe, wie jetzt besonders den hier, finde ich total geil, also vom Design her total cool. Und bei Stilo Matchmakers ist es so, der Preis bei diesen Schuhen ist eigentlich das Besondere. Und zwar ist der Preis wie bei anderen Modellen nicht bei 200, 300 Euro, sondern liegt der Preis wirklich unter 100 Euro. Und obwohl das jetzt diese Profimodelle schon sind bei denen, weil es gibt auch nur die Profimodelle. Die haben gesagt, wir machen nur ein Modell jeweils, also nicht wie bei zum Beispiel wie bei Nike, die Superfly Academy Version, die Pro Version und die Elite Version. Nein, wir machen nur ein Modell, das wird das Topmodell sein. Und diese haben die gesagt, das wollen die dann immer möglichst günstig verkaufen, da die sagen, nee, wir brauchen jetzt keinen teuren Spieler oder so, der für uns extra Werbung macht, wofür wir extra Werbung ausgeben. Wenn Spieler unsere Schuhe tragen möchte, dann will er's
und wenn nicht, dann soll er es lassen. Und deswegen halten die den Preis auch so gering, weil die halt nicht diese hohe Werbekosten wie zum Beispiel Nike hat, dass die zum Beispiel einen Cristiano Ronaldo oder so unter Vertrag nehmen. Und ja, deswegen ist der Preis so günstig, obwohl die Schuhe eigentlich voll mega sind und besonders auch, wie ich vorhin gesagt habe, das Design auch richtig cool ist. Und ja, es werden Videos in der nächsten Zeit doch kommen. Schreibt einmal eure Meinung zu den Schuhen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.